man einen Erfolg am besten über die Mainstream-Kanäle und wie stehen Sie zu den GEZ-Forderungen? Ja, das ist natürlich ein schwerer Verstoß gegen die Verfassung. Die Rundfunkbeitragsstaatsvertragsgesetze der Länder berufen sich ja alle, leider mit Zustimmung des Bundesverfassungsgerichts, auf den Artikel 5 Meinungsfreiheit und glauben, sie seien berechtigt, dem Volk die richtige Meinung zu sagen. Der Artikel 5 Meinungsfreiheit im Grundgesetz bedeutet ja aber nur ein Abwehrrecht des Einzelnen gegen den Staat, gegen staatliche Einflussnahme. Das heißt, das Meinungsfreiheitsrecht, die eigene Meinung frei zu äußern, ist ein Grundrecht, das gegen den Staat geltend gemacht werden muss und kann und darf und soll. Der Bürger ist Grundrechtsinhaber und der Staat, das heißt die Länder und der Bund und die ganzen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, sind Grundrechtsverpflichtete. Das heißt, sie müssen dem Bürger die Meinungsfreiheit gewähren. Was hier geschieht, ist genau das Gegenteil, eine Perversion des Grundgesetzes, in dem der Grundrechtsverpflichtete sich in die Rolle des Grundrechtsberechtigten versetzt, rechtswidrig, verfassungswidrig, und dem Bürger, dem Grundrechtsberechtigten, aufoktroyiert, was die richtige Meinung ist. Perversion bis dort hinaus und alle machen mit. Ich habe dieses Tillerson-Urteil gefunden, das besagt, dass alle Gesetze, die deutsche Parlamente seit 1949 gemacht haben, nichtig sind, weil die Parlamente verfassungswidrig zusammengesetzt sind. In den Parlamenten sitzen nämlich nicht nur die gewählten Abgeordneten, sondern verfassungswidrig auch verschiedene Gruppen von Exekutivbediensteten mit Stimmberechtigung. Kanzler, Ministerpräsident, Vizekanzler, parlamentarische Staatssekretäre und Minister, die alle zur Exekutive gehören und nach dem Grundsatz Artikel 20.2 Grundgesetz Gewaltentrennung von der Exekutive und Legislative als getrennte Körperschaften agieren müssen. Das heißt, gegeneinander gerichtet sind und gegeneinander gerichtete Interessen verfolgen. Wenn die Gesetzgebende mit der Vollziehen Gewalt vereint ist, da gibt es einen Spruch von Herrn Montesquieu, habe ich jetzt nicht parat, sagt, er kann nur Unrecht dabei herauskommen. In welchem Staat ist es denn noch schlimmer als in Deutschland? Also was die reine Willkür anbetrifft, haben wir natürlich Staaten wie Nordkorea. Hier werden nur von Staats wegen wenige Leute im Jahr umgebracht. Also die man umbringen lässt durch befreundete Geheimdienste, damit die Deutschen das nicht machen. Aber die Zustände, was die reine praktische Rechtlosigkeit anbetrifft, ohne dass man jetzt mal die schlimmen Folgen wie Tod und schwere Körperverletzung betrachtet, die sind in Deutschland sehr schlimm. Und England, Frankreich, Spanien haben es besser, auch die skandinavischen Länder. Dort herrscht eine größere Rechtstreue und eine größere Bindung der Staatsgewalt an das, was Recht und Unrecht ist. Also, wenn man sie erraten würde, diese Anruf und so weiter, dann, das war schon leicht an der, sagen wir,
Gesetzesüberträgung haben die praktisch gegen sich selber ermitteln müssen. Das war schon ein bisschen mühsam. Aber es ist, man kann das. Also Bayern haben ja ähnlich wie Österreicher eine sehr pragmatische Einstellung und das ging natürlich alles wunderbar. Am glücklichsten ist über diese Lösung immer der Chef der BLM, weil der kann natürlich mit Fug und Recht sagen, dass im Unterschied von seinen anderen Kollegen, diese Landesmedienbehörden, ist er Herrscher von Hunderten oder mindestens 50, 60 Fernsehprogrammen. Das hat dazu geführt, dass der Herr Ring, glaube ich, ja zeitlang an die 300.000, 400.000 Gehalt bekommen hat, wo alle anderen also vor Neid erblasst sind und eigentlich doch schon erwartet haben, dass er im BLM eigenen Flieger anreist. Aber das ist im Grunde genommen sowas Skurriles. Gibt's nirgendwo. Wann das die Bayern, wann das die Bulgaren oder so machen, huch, wie würde man da von Deutschland aus verachtungsvoll auf diese Balkanesen herunterbrechen, was die für tolle Kunststücke aufführen. Hier stört's niemanden. Es ist auch höchstwahrscheinlich gesetzwidrig, weil in Österreich gab's auch so ein Gesetz, das also nur Öffentlich-Rechtlichen zuließ. Deshalb ist dort kein Privatgesetz, Privatfernsehen zugelassen worden. Bis dann im Jahr 93 sowohl der berühmte Herr Haider wie auch andere beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, nicht EuGH, geklagt haben und Recht bekommen haben. Artikel 10 erlaubt es nicht, das Fernsehen nur auf öffentlich-rechtlich zu beschränken. Das ist also ein Urteil, das sehr eindeutig war, wurde dann auch in Österreich akzeptiert und hat dann dazu geführt, dass das auch eine Öffnung gab. Also das würde für die hiesige Situation höchstwahrscheinlich, man weiß bei Gericht und der Seefahrt nie, wie das endet, aber höchstwahrscheinlich auch dazu führen, dass das aufgehoben wird. Aber wo kein Kläger, da kein Richter. Also daher kann man die wildesten Dinge machen, ohne irgendwie sozusagen Probleme zu kriegen. Das ist ja auch so, dass in der, wenn man den Artikel 5 und die Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungsgerichtshofs sich anschaut, dann ist inzwischen so vieles, was eindeutig gegen diese Grundsätze verstößt, die der Bundesverfassungsgerichtshof in seinem sogenannten Niedersachsen-Urteil, übrigens auch von 93, gemacht hat. Das stört nur niemanden. Also damals, wir hatten ja gestartet mit der Regelung, jeder darf einmal vollends 49,9 haben an einem Sender, an einem zweiten noch einmal 49,9 und an einem Spartenprogramm 24,9. Das hat Herrn Kirch überhaupt nicht gefallen, weil dadurch muss er seinen Sohn einsetzen, mit dem er nichts zu tun hatte, außer ProSieben. Und solche Kunststücke, das ist aber durchgegangen. Okay, ein bisschen kann man ja solche Sachen auch arrangieren. Und sie, aber es war immer unangenehm, weil da gab es Störungen dazu. Und dann hat man ein bisschen Druck auf die Politik gemacht. Und ich war gerade in der Zeit auch in der Staatsregierung von Nordrhein-Westfalen als Medienberater der Landesregierung. Faktisch wollten mich die gerne Staatssekretär, aber dazu war ich schon zu alt. Also habe ich das sozusagen nebenbei gemacht, um 1 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Und da kam dann der Druck, ja, wir machen das mit 33% oder 30% Höchstleistung und ansonsten kann man das laufen lassen. Dass 4x30 ein bisschen mehr wie 100 ist, wurde da schon übersehen, aber das macht ja nichts. Das ist eindeutig gegen die Grundsätze der Bundesverfassungsgerichtshof. Aber der kümmert sich in Wahrheit, weil da ihm das nicht vorgelegt wird, das ist ja nicht seine Schuld sozusagen, um nichts anderes als wie so bahnbrechende Entscheidungen, ob im Verwaltungsrat des ZDF ein zusätzlicher SPD- oder CDU-Mann noch ist, was völlig wurscht ist. Dagegen ist das Umfallen des berühmten Reichssackes in Peking ein epochales Ereignis. Das ist völlig wurscht, ja. Aber da kommen solche Urteile heraus, wie man nur die wirklichen Probleme, dass eine Medienagentur in Deutschland alles bestimmen kann. Der Hugenberg war ein armer Hund. Natürlich, solange es so wirtschaftlich so gut ist, solange es so halbwegs politisch keine Streit ist, ist das ja kein Thema. Da kann man auch einen Diktator einsetzen. Aber
wenn einmal das wirklich enger wird, dann, dafür ist es ja gedacht, dann kann natürlich das zu einem Riesenproblem werden. Weil diese Mediaagenturen, die kann jeder theoretisch kaufen, wenn er das Geld hinlegt. Wenn das einmal die Chinesen oder Russen oder auch irgend sonst ein Oligarch kauft, na gut, so schnell wird sich niemand dagegen aussprechen können. Denn so schnell diese Einnahmen wieder herzustellen, wird sehr schwierig sein. Das heißt, aber das Problembewusstsein ist null. Ich meine, um noch einmal zu sagen, was die Regionalen betrifft. Im regionalen Bereich ist beispielsweise in Holland, wenn Sie sich vorstellen, in Holland mit 16 Millionen Einwohnern, haben die einen Öffentlich-Rechtlichen aus verschiedensten Zusammensetzungen, der ist ein bisschen anders konstruiert, aber ist rein öffentlich-rechtlich, mit 5, 6 Sendern. Dazu gibt es national 9 private Sender, also die ganz Holland abdecken. Dazu gibt es 12 sogenannte Schwerpunktsender, darunter ist zu verstehen, ein Sender für Amsterdam, für Utrecht, für Rotterdam und so weiter, denen es übrigens weitgehend sehr gut geht, besonders gut geht es Amsterdam und Rotterdam und so, und 500 Lokalstationen. Darunter darf man sich nicht vorstellen, das sind keine vollständigen Sender, sondern das sind Sender, die von der Gemeinde betrieben werden, aber Fernsehsender, ja. In Nordrhein-Westfalen gibt es null. Absolut keinen einzigen, da gibt es nur den WDR. Weil keiner von den großen Verlagshäusern es sich getraut hat, sie haben sich schon getraut, die haben eine Zeit lang einen Sender betrieben, wo sie den WDR imitieren wollten, was natürlich völlig daneben gegangen ist. Und seit der Zeit sind sie beleidigt und machen nichts mehr.